Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von BWFTV. Ja, heute leider auch wieder kein BWLK. Mich ärgert es total, denn ich wollte endlich wieder mit euch BWLK machen. Aber wenn es wieder möglich ist, mache ich ein Special BWLK, wo ich wirklich alle Kommentare, die bis jetzt reingeflogen sind, auch durchgehe mit euch gemeinsam. Es ist nur leider so, dass Punkt jetzt, ich sage erstmal das Positive, nein, ich sage erstmal das Negative, wenn wir positiv rausgehen. Und zwar ist es so, ich brauche jetzt von den Vermietungen jemanden hier, der schaut nach der Elektrik. Denn es ist so, dass die ganzen Anschlüsse über das Strom nicht hinhauen. Das ist eine Beschriftung, die hauen nicht hin, wenn ich einen Herd ausmache, hier zum Beispiel ein Flurslicht aus und. Das zieht sich da wie so ein roter Faden durch hier. Und solange die Elektrik nicht gelegt ist, das heißt auch, wenn eine Steckdose hier hochgelegt wird, dass ich da endlich meine Abzughaube sowie die Mikrowelle anklemmen kann. Und der Herd muss angeklemmt werden. Das geht aber alles noch nicht, weil die Elektrik hier nicht hinhaut. Und solange das nicht geht, kann ich diese Arbeitsplatte hier nicht festmachen. Auch hier drüben nicht. Und solange ich die Arbeitsplatte nicht festmachen kann, kann ich das hier nicht anschließen. Das heißt, Spüle nicht, Geschirrspüle nicht, Waschmaschine nicht. Und der Herd kann auch nicht angeschlossen werden. Ihr seht, da ist einiges noch in Argen und ich kann auch unten die Schränke nicht einräumen. Das heißt, ich habe den ganzen Chaos auch im Wohnzimmer und komme nicht am Rechner ran. Weil da alles vorsteht. Irgendwo muss es ja hin und ich weiß auch nicht mehr, wo es hinstellen soll. Es steht halt davor, wie es steht. Anders geht's nicht. Und solange es halt so ist, kann ich erstmal nur mit Handy Videos machen für euch. Mache ich gerne. Ich werde auch gerne lieber wieder andere Sachen, andere Videos machen über einen Rechner, weil das einfach schöner ist. Geht leider nicht. Wenn es aber wieder funktioniert, machen wir, wie gesagt, ein Special BWLK. Das wird kommen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse. Ja, kommen wir mal zu diesen positiven Sachen. Diese positiven Sachen sind, die Mikrowelle ist jetzt endlich drin. Hier war eine Tür, die ging bis hierhin. Jetzt haben wir dieses schon hochgeräumt. Ihr seht es, weil eine 40er-Tür hier reinkommt. Die ist aber auch noch nicht da. Die wurde bestellt. Die dauert 2 Wochen, die hier ist. Aber es ist schon mal soweit vorbereitet. Ja, und das nächste Positive ist, wir haben endlich diese Lücken hier, die hier waren. Hier war immer eine Lücke zwischen, auch verblendet auf beiden Seiten, dass man da auch nichts mehr sieht, dass da Lücken sind. Da war ich extra noch im Ikea und habe eine Platte gekauft, die dieselben Maßungen hat. Die hatten so glücklicherweise sogar eine Fundgrube, die hat mir 3 Euro gekostet, ist okay. Ja, das ist das Positive, wie gesagt. Mich ärgert selber, denn in mir wäre es echt lieber, wenn das hier alles ist. Es ist nicht mehr viel zu machen. Es muss wirklich nur noch die Platten drauf, es muss alles noch angeklemmt werden, dann funktioniert das auch. Aber leider geht es nicht aus diesen gesagten Gründen, denn es muss das alles durchgespielt werden. Denn der Anschluss vom Herd ist hier hinten, das heißt, da müssen wir die Arbeitsplatte hochholen. Also hier, das ist der Grund, warum ich nicht festmachen kann. Solange die nicht festgemacht werden kann, kann auch nichts angeschlossen werden. Ist leider so, denn die Spüle wird das angeklemmt, wenn alles fest ist. Und wenn die Spüle nicht angeschlossen ist, kann ich das nicht anschließen. Ich kann auch nicht so unten reinräumen. Was ist jetzt los? Huiuiui. Da habe ich irgendwie reingezoomt. Kann ich auch nicht so unten reinräumen. Leider. Schade. Ich finde es schade, denn ich hätte gerne heute ja mit euch ein schönes Video gemacht. Aber nutzt ja nichts. Dafür wird dann das Video umso besser, wenn es wieder alles funktioniert. Ja, das Einzige, was ich nutzen kann in der Küche zurzeit, ist wirklich nur der Backofen. Denn der läuft über Steckdosenstrom und das ist angeklemmt. Wie sieht die läuft. Da. Ist angeschlossen, aber auch der wurde noch nicht benutzt. Ich bin eigentlich nervt mich selber, denn ich wollte schon lange fertig sein. Es war nie geplant, dass es so lange dauert, aber ihr seht, das kommt immer erstens anders als man denkt. Ich will hoffen, dass es nächste Woche über die Bühne geht. Ich werde dann nächste Woche, also morgen noch mal anrufen, denn eigentlich habe ich am Dienstag schon angerufen. Es hieß ja, sie geben Bescheid und ich finde es schon heftig, dass das dann so lange dauert, aber lässt sich ja nun mal nicht ändern. Müssen wir beleben. Ja, ich denke mal, es werden auch bald Fahrradtouren wiederkommen. Auch das, wenn ich jetzt hier eh nichts weiter groß machen kann, kann ich mit euch wenigstens ein paar Radtouren machen, wenn es wieder schön ist. Jetzt regnet es ja Zeit draußen. Ja. Ja gut, meine lieben Freunde, aber wir können sich ändern. Und deswegen möchte ich mich erstmal von euch wieder verabschieden, denn viel mehr habe ich nicht zu berichten, außer diese traurige Nachricht eigentlich. Es ist doof. Muss man ehrlich sagen, es ist doof, es ist nervig. Ist aber halt immer, irgendwas kommt immer dazwischen. Aber dafür freuen wir uns auf das, was noch kommt, auf die Dinge und auf das
auch die schönen Videos wieder, denn es kann nur besser werden. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht sauer, versteht das. Deswegen vielen, vielen Dank für euer Support, für euer Verständnis. Und vielen, vielen Dank an diejenigen, die meine Wäsche waschen. Das ist auch mal groß gesagt, denn sonst würde ich keine neuen Klamotten mehr, keine sauberen Klamotten mehr. Denn es geht nichts. Ich kann hier keine Wäsche waschen. Geschirr spülen ist nicht so schlimm, das kann man mit der Hand immer noch machen drüben im Bad. Das geht schon irgendwie, aber Wäsche ist halt Wäsche. Ja gut, meine lieben Freunde, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, haltet die Ohren steif und ich wünsche euch was. Tschüss.